Dann gebe ich das Wort an Frau Peters. Mein Name ist Anne Peters. Ich bin seit unendlich langen Zeiten, über 30 Jahren Lehrerin und habe an staatlichen Schulen in Kreuzberg begonnen, in Projekten zur zweisprachigen Alphabetisierung. Schon damals interessierte mich, wie es gelingen kann, dass Menschen oder Familien, die nicht so gewohnheitsmäßig Bildung im Alltag leben, deren Kinder Zugang dazu bekommen können. Und da ist natürlich die Sprache dann immer ein ganz wichtiges Thema dabei. Ich habe etwa 20 Jahre in Kreuzberg in Grund- und Sekundarschulen, also das hieß Gesamtschule, gearbeitet. Und danach dann Einzellehrer-Dasein getätigt. Man denkt halt immer schnell an Nachhilfe. Ich nenne das Lerncoaching oder Vorhilfe oder Bildungsleben oder was auch immer, Lernbegleitung. Ich bin sehr stark vernetzt mit Lehrerinnen aus staatlichen und freien Schulen, also privaten Schulen und mit Eltern. Ich erlebe ein sehr großes Spannungsfeld, konkret jeden Tag im Gespräch mit den Menschen, die da beteiligt sind. Und das hängt ja auch mit unserer gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeit zusammen, dass wir Bildungsfragen gestellt bekommen durch die Kinder und nachwachsende Generationen, die uns überfordern. Also zitiere ich mal einen Professor für Deutschdidaktik, der den Masterstudenten mit auf den Weg gibt. Wir wissen nicht, wie man Fachsprachenkompetenz oder bildungssprachliche Kompetenz an Schüler vermittelt. Ihr als nachwachsende Lehrer müsst das herausfinden. Das ist die dringlichste Aufgabe, die wir als Schule in den nächsten Jahren zu lösen haben. Wir wissen alle, dass die Bildungsschere immer noch so groß auseinanderklappt und dass keine direkten Antworten da sind, wie man das lösen kann. Ich persönlich habe da ganz viele Antworten entdeckt, die ich auch seit Jahren erfolgreich praktiziere und bin dann durch die Eltern und die Lehrer gebeten worden, noch das in die Strukturen zu bringen, also dort anderen Leuten zu zeigen, wie das geht. Habe deswegen, wir haben ganz frisch im Januar eine gemeinnützige GmbH gegründet, die das Ziel hat, unsere Erfahrung, wie man lernen, miteinander lernen kann und diesen Bildungsauftrag der Schule eben besser erreichen kann, den weiterzugeben an Menschen, die sich dafür interessieren. Ein wichtiger Punkt, warum ich diese Initiative unterstütze, ist der, dass mir eben auffällt, dass in dem Moment, in dem wir wissen, wir müssen Ziele erreichen, wir müssen also jetzt viele Kinder möglichst hoch fördern, eine Art Leistungsstress sich auch in den Systemen und in unseren Köpfen ausbreitet. Und man versucht dann mit den Methoden, die man kennt, mit der Planung und der Machermentalität, Strukturen zu schaffen, die sagen, so gut, wir müssen die jetzt also noch weiter fördern. Wir haben ja alle erlebt, dass dann das G12 erfunden wurde und dass man also immer früher versucht hat, die Themen dann auch zu bearbeiten in den Schulen. In der Praxis erlebe ich es so, dass selbst etablierte, erfolgreiche Familien, die ihre Kinder normalerweise mit viel Lockerheit durch die Schulen bekommen haben, inzwischen stöhnen und sagen, wir können ja gar nicht mehr verreisen, ohne dass Kinder ihre Englischbuch mitnehmen müssen. Und ich weiß genau, dass diese Eltern ihren Gymnasialschülern die Hausaufgaben machen, wenn sie merken, es ist zu viel. So wird durch dieses Bedürfnis mehr zu fördern eigentlich immer schwieriger. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Ruhe finden müssen, hinzuschauen zu lernen. Also dass Lehrer, die auch Studenten, wenn die an der Hochschule lernen, dass die nicht Konzepte lernen und Methoden, wie gut auch immer die sind, sondern dass sie immer auch lernen, hinzuschauen und zu gucken, was braucht dieser einzelne Schüler oder was braucht diese einzelne Schülergruppe. Ganz banales Beispiel. Also ich bekomme oft Schüler, die haben eine Dyskalkulie diagnostiziert bekommen. Bei manchen ist das etwas, was wirklich mit dem Denken zu tun hat und was sich nicht wirklich knacken lässt. Bei anderen geht es darum, dass die nur einfach in der ersten, zweiten Klasse eine bestimmte Denkweise nicht mitbekommen haben. Und wenn man das ihnen dann in der vierten Klasse zeigt und sie das nachvollziehen können durch Tun, dann macht es plötzlich Klick und dann können sie das alles nachlernen, was sie in den ersten 4 Jahren nicht mitbekommen haben, weil der eine Denkfehler da nicht gelöst war. Es ist eben nicht so, dass eine Methode immer gut ist, sondern die wichtigste Methode ist die, dass man hinschaut, dass man ein Repertoire hat an Dingen, die helfen können und dann weiß, was in dem Fall das gerade richtig ist.
Und das erfordert wiederum, dass man Ruhe dafür hat, auch wirklich hinzuschauen. Und das ist der Punkt, der mir wirklich ernst und Sorgen macht. Die Schullehre in den, ich kenne es jetzt also von den sprachlichen Schulen mehr, mit denen ich mehr Kontakt habe, die sind oft sowas von gehetzt und bemüht, alle Verpflichtungen zu erfüllen, die sie leisten wollen und müssen, dass sie gar nicht mehr die Ruhe haben, sich was auszudenken. Gerade letzte Woche rief wieder eine Lehrerin aus einer ersten, zweiten Klasse an, die sagte, um Gottes Willen, diese Schüler, die sollen da Aufgaben bearbeiten zum Thema Geld, mit Summen, mit denen sie in ihrem Alter noch nichts zu tun hatten. Also die sollen erst geprüft werden und danach dürfen sie irgendwann 2 Jahre später die praktische Lebenserfahrung machen. Ich habe meine Kollegin gefragt, sagt sie, ob ich das Thema nicht verschieben kann in die höhere Klasse. Nein, das steht ja im Rahmenplan, du musst das jetzt machen. Die Zeit reicht aber nicht, es stehen ja noch andere Pflichtthemen an, große Not. Ich glaube, dass Lehrer in der Lage sein müssen, auf so eine Beobachtung reagieren zu können. Genauso weiß ich es aus den Sekundarschulen, dass in der 7. Klasse beispielsweise eine Inhaltsangabe geschrieben werden soll, manche Schüler, die das Wertsystem, Temposystem nicht verstanden haben, die können nicht eine Inhaltsangabe schreiben, weil sie gar nicht wissen, welche Kriterien es da braucht. Wenn man das feststellt und dann wieder anfängt, was ihnen zu erklären, was aus der 4. Klasse ist, dann sagen die, nö, das brauchen wir nicht zu wissen, das war ja in der 4. Klasse dran. Also wir haben diese Mentalität, dass wir ein Raster haben, dass wir erfüllen, dann sind wir ohne gut. Das haben wir so verinnerlicht, dass wir gar nicht merken, dass wir dadurch erstarren und dass wir diesen erwünschten Erfolg uns sehr, sehr, sehr hart erschweren. Und deswegen denke ich, dass es gut ist, durch eine Volksinitiative Menschen einfach auf dieses Thema hinzuweisen, sie zu motivieren, darüber nachzudenken, hinzuschauen, zu gucken. Es ist ja nicht gesund, dass wir immer sagen, Schule muss fürs Lernen zuständig sein. Wir wissen, dass informelles Lernen viel mehr Basis legt für erfolgreiches Lernen, als Schule das kann. Und deswegen sind wir alle im selben Boot. Wir Eltern, wir ehrenamtliche Lernhelfer, Mentoren, Lehrer, wir müssen gemeinsam gucken, was kann man tun, damit diese Hetze, dieses Handverrat stehen bleibt und wir leisten sein können im Sinne von, also Freiheit im Sinne von Verantwortung wirklich wahrnehmen können für ein Leistungsziel, was wir uns gemeinsam stellen. Die weiteren Bündnispartner unserer zweiten Volksinitiative, die sind auf unserem Infoblatt hinten zu finden. Das heute auch mit nach Hause genommen werden kann. Weitere sind noch auf dem Weg dazu zu kommen.